Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Dark Souls 2, 2 für die Deutschen unter euch. Hier geht's weiter. Hier geht's weiter. Ne, Zufall, ist gerade Mittag. Bist du noch auf der Arbeit? Glaube nicht. Oder bist du home? Was ist das denn hier? Für ein komischer Gang. Heute kam auch die erste Folge Dark Souls 2 auf. Oh, ich bin fast tot. Gerade heimgekommen, sehr gut. Das freut mich. Dann hast du ja jetzt erstmal richtig schön Fun. Ey, ich hoffe, es gibt hier noch ein Leuchtfeuer, weil ich bin fast dead. Türen des Pharaos. Ist das ein Elefant? Es ist doch ein Elefant. Ja, beim letzten Mal hatte ich die Skorpion-Tussi da besiegt. Ich wusste es. Was ist das für ein Vieh? Sieht aus wie ein... Was hat der für ein Rüssel aus? Ein Elefant, ne? Ha! Ha! Kannst du mir gar nichts. Ach, die Gegner, die sind halt alle so nutzlos. Wie ist der Ton, Billy? Komm mir ein bisschen laut vor. Mastodon, heller Bade. Und 15. Und scheiße schwer. Na, Skoppel? Der Ton ist irre. Habe ich hier zwei Spezialisten schon mal im Chat, das ist sehr gut. Wenn ich irgendwelche Fragen habe, kriege ich auf jeden Fall schon mal Hilfe. Geht's hier rein? Oh, das sieht... hier geht's rein. Oh, hier ist ein Leuchtfeuer. Hallo. Wie geht's dir, Skoppel? Ach ja, war stehen geblieben. Heute kam die erste Folge auf YouTube online. Vor einer Stunde. Hallo, jemand zu Hause? Mann, ich komme nicht dazu, auszureden. Os Brothers, danke für den Raid, mein Bester. Mann, ich wünschte langsam, ich könnte mich da mal ein bisschen revanchieren. Hallo an die ganzen Raider, ich hoffe, du hast einen schönen, schönen Stream. Ich hab, was hast du, warte. Ich habe eben ein bisschen geguckt. Call of Duty oder so? Irgendein First-Person-Shooter war es, glaube ich, ne? Moin, eiskalt. Aber wir müssen hier weitermachen. Wir sind hier gerade in der YouTube-Aufnahme. Ich habe hier nicht so viel Zeit zum Quatschen. Moin, Elite Typhoon XX. Billy, auf was soll ich eigentlich jetzt leveln? Ich kann hier ein paar 4 Level machen. Soll ich mal langsam Stärke und Geschicklichkeit leveln für eine andere Waffe? Weil ich glaube, fürs Endgame hätte ich schon gerne stärkere Waffe. Jo. Ist ja gar kein Problem, bist du auch bei mir, bei uns, Milurk. Okay, gut. Ah, ich tue, was ich kann, ne? Billy, Stärke oder Geschicklichkeit? Weil Vitalität, ganz ehrlich, ich hab genug. Obwohl, man kann nie genug Vitalität haben. Kondition würde ich, wenn sogar, noch mal ein bisschen nehmen. Skill, Geschick. Okay. Abfahrt. Ist bei euch der Ton auch so komisch? Wo bin ich eigentlich? Zum Glück sind da Bilder dabei. Wo bin ich? Ist das? Scheiße, Ruin, nee. 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 Bin verwirrt, wo bin ich? Das hier ist es? Überschattete Ruin. Okay. Der Ton ist, war gerade irgendwie komisch, ne? So krisselig. Ist das hier auch? Auf jeden Fall ist hier falsch. Ey, wo bin ich?
Du kannst jetzt eine gute Waffe bekommen. Du brauchst 20 Stärke und 22 Dex. Okay, gut. Ich muss erstmal finden, wo ich bin. Grabeingang. Nee. 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 Das hier? Türen des Pharaos. Ja, das ist es. Hab's gefunden. Hab's gefunden. So. Also, ihr kann mal eine gute Waffe bekommen, ja? Dann, ich gehe erstmal da oben lang. Meine Gegner sind so trash hier, es tut mir schon fast leid, ja. Ah, was war das denn? Den habe ich nicht kommen sehen. Was hast du für eine Range, du Spacken? Gürm Großschild, Gürm Großhammer, alter irdischer Stein. Musst unten lang. Warum man da direkt die Tür öffnen? Genau, Skoppel. Ja, aber ich will, hier oben gibt es bestimmt auch noch was. So, sicherlich auch noch was. Wer bist du? Ich denke, das war wieder clever von mir. Weil ich ja öfters so clever bin. Ach, hier oben geht's weiter. Okay, dann gehen wir erstmal unten lang. Hallo. Hallo, Manni. Ja, jetzt brauche ich aber ein bisschen Hilfe, wo ich lang muss. Hier sind wieder mehrere Wege. Ja, warte, wie, ja, warte. Gibt's kein Warten. Hier wird nicht gewartet. Hier wird gerannt. Probleme sind zwei Variablen. Ja gut, da gibt es ja Schwierigeres. Dreh dich um. Da hinten die Tür. Besser. Hier zum Tor. Soll ich da die zwei Pharaos-Dinger reinmachen? Nee. Nur unten. Hallöchen. Komm raus da. Wenn du nicht raus. Mann, du bist so scheiße, du tust mir schon fast leid.
Samtiers Speer. Und das ist der Shit, ja? Den musst du nun zerbrechen. Wie lange dauert denn das? Perfekte Waffe für mich. Bei Snuggly machen geht das schneller. Wo war die denn nochmal? Nicht in der Aufnahme. Dauert das so lang? So. Etwas, okay. Machen wir es nach dieser Aufnahme. Leute, in der nächsten Folge haben wir den. Dranbleiben, sag ich da nur. Kanal abonnieren und die nächste Folge abchecken. Aber dass ich hier weiter muss, ist schon klar, oder? Ist schon richtig. Oder muss ich jetzt oben lang? Soll ich hier, oh hier nee. Soll ich da ein Pharos-Ding reinpacken? Da oder da vorne? Nee? Okay. Lohnt nicht, okay. Alles trash hier, okay, zurück geht's. Zurück, zurück, zurück und oben lang. Eingang jetzt hier nochmal. Ja. Mann, Mann, ist im Wasser echt lahm. Oh, kommt direkt wieder der. Du bist gemeingefährlich. Abgezogen habe ich dich. Hier können wir bei auch Pharos war jetzt knapp droppen. Okay. Gut zu wissen. Ich will. Wir haben die Tode gar nicht eingeblendet. Es sagt aber auch nichts.
Spendenstand machen wir mal aus. Heute wird eine No-Death-Folge, ich sage es euch. Ich habe ein gutes Gefühl. Okay. Da kommt einer mit... Okay, er wirft seine Axt. Er wirft die nächste Axt. Ja, jetzt hast du keine Waffen mehr, du Dummkopf. Titanitbrocken. War aufregend genug, dich zum Schwer zu führen. Ey, stehen bleiben! Stehen bleiben! Stirbt er davon nicht? Wie assi ist das denn? Muss sie selber töten. Toll. Ganz klasse. In solchen Gängen immer Schild oben halten, Leute. Seine FPS sind aber auch höchstens bei 10, ne? Das kommt mir ja auch bekannt vor, als hätte ich es schon mal gesehen. Spinnen? Nee. Moin, Taneko. Oh, Brocken. Spinnen sind nice. Kein Schaden. Oh, den Helm habe ich auch. Komm da runter! Hä, wie bist du da hochgekommen? Aha! Komm runter! Wäre ich von da oben runtergefallen, wäre ich schon wieder tot. Bloodborne habe ich nicht auf Platin, aber Skoppel hat mir auch nicht gut geholfen. Taneko, hatten wir nicht zusammen auch Bloodborne gespielt? Jetzt, wo du es sagst? Mir fehlt ja irgendwie für zwei Trophäen oder so haben mir da gefehlt. Müsste ich eigentlich auch mal zu Ende machen. Ja, ich meine, es dämmert mir so, Taneko, oder? Mit irgendjemandem habe ich Bloodborne gespielt und diese komischen Kelche gemacht.
Dark Souls 3 auf Platin. Ist Dark Souls 3 nicht dieses grässliche... so grässlich, weil man da so viel farmen muss? Elden Ring hatte ich ja schon nach einer Woche auf Platin. War tatsächlich auch einer der allerersten, der das auf Platin hatte. Aber ich hatte das Game auch einen Tag früher. Da irgendjemand einen Stein auf mich geworfen. Boah, hier Säcke. Irgendwann Hilfe raus. Irgendwo sagt Bescheid. Ja gut, dann wir sollten Bloodborne auf jeden Fall mal einplanen irgendwann. Skuppel, weißt du noch, was mir da fehlt? Du weißt es doch, ne? Also so Kleinigkeiten fehlt mir da. Ich glaube eine Jägerwaffe oder so. Ne, ein Ende, genau. Ein Ende fehlte mir. Das Geheime. Und irgendwas in den Kelchen noch, oder? Hatte ich die Kelche fertig? Weiß das auch nicht mehr. Oha. Das sind mal ein paar viele. Habe ich dir gerade gesagt, oh, was? Noch eine Trophäe und zwar das normale Ending, meine ich. Aha. Darksiders? Lohnt es sich noch, die Waffe, die ich hier habe, jetzt zu leveln? Weil ich hätte jetzt auf jeden Fall genug, um die 2-3 Level zu machen. Ey, was haben die manchmal für eine Range? Das macht gar keinen Sinn. Oh Mann! Moin, Max, mein Bester. Boah, Max, du hast gestern gefehlt. Ich wurde bei Vollgeist gestern so gebrochen. Wir haben, glaube ich, 3-4 Runden gemacht. Unter anderem auch eine Solo-Runde. Haben alles verloren. Oh, das ist aber eklig. Nö. Nö, also, das gefällt mir nicht. Oh. Greifen die an? Wo du Bloodborne spielst für die letzte Trophäe, können wir eigentlich schon machen. Jo, der Speer wird durch andere Ressourcen aufgelevelt. Oha, habe ich die Ressourcen? Ich hätte gern Leuchtfeuer, bevor ich hier weitergehe. Och, nö. Okay, ich kann ihn nicht anvisieren, also das sind, glaube ich... Oh Gott, ihr sagt aber auch nichts, ne? Die! Komm! Ich sehe dich doch! Ich werf dich ab. Hier. Komm. da kam noch mehr. Oh, da sind ganz viele. Ja, Feuer ist immer gut gegen Spinnen. Bleh.
weg, 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 weg. Die Spinnen machen nichts und er greift sie an. Ja, pff. Spinnen werden von mir getötet. Ist mir egal, ob die was machen oder nicht. Danke, Citrox. Für den Lurk. Nee, Spinnen mögen wir nicht. Spinnen werden getötet, so wie es sein muss. Hab nichts mehr zu heilen. Wenn jetzt hier ein Boss ist, bin ich sauer. Das klingt schon so. Heute wieder auf, Vollgas, ja, später. Rein in die Masse. Herumstreifender Magus und 1000 Begleiter. Perfekt. Ja, perfekt. Einfach mal rein. Was? In Gefahr? Das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Ey, ey, ich hab keins mehr. Ich hab keins mehr. Ich hab nichts mehr. Das ist schlecht. Ganz schlecht ist das. Was mach ich denn jetzt? Ich mach gar keinen Schaden mehr. Scheiß Game. Schon immer gesagt, dass es ein Scheiß Game ist. Mann, kann ich bitte den? Versammlung. Ja, und die Versammlung killen. Mit dem mit dieser Scheißwaffe. Hatte ich nicht so ein Ding noch? Ich hatte echt kein Dings mehr. Müll. Für Vorbereitung. Ja, brauche ich nicht. So ein Billigboss, den besiege ich ja jederzeit, aber... Konnte niemand ahnen, dass meine Waffe fast kaputt ist. Da habe ich auch nicht drauf geachtet. Guck mal da. Ey, bleib stehen! Hier war ich schon mal. Doch, doch, doch. Und ganz am Ende kommt eine Riesenspinne. Ich erinnere mich. Das kommt mir hier voll bekannt vor.
Aber ich erinnere mich gar nicht an den Skorpion. Nein, bleib doch mal stehen, du Scheißspinne! In dein Face. Kommt hier auch noch irgendwann. Ah ja, hier. Okay. Ich glaube, wir machen jetzt den Speer. Dann erspare ich mir meine andere Waffe zu leveln. Frage ist, kriege ich genug Seelen zusammen? Safe, oder? Den ganzen Scheiß hier brauche ich doch nicht, oder? Das kann alles weg. Die ganzen Seelen können weg, oder? Hier gegen die Wand. Warte. Ich brauche doch Level. Ich brauche die Level. Ups. Die ganzen Boss-Seelen kann ich auch benutzen, ne? Brauche ich alle nicht. Hier die. Letzter Riese, Verfolger, Drachentöter, Dänenwache, Ruinenwächter, Sünderin, den ganzen Scheiß, der kann alles weg, oder? Hallo? 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 Die Bossseelen können weg, oder? Deine Entscheidung. Okay, scheiß drauf. Die hier auch? Verlorene Sünderinseele? Ja. Und alles weg. Zweiundzwanzig. Oh Junge, ich weiß nicht, ob das reicht. War so klar, dass das nicht reicht, ne? Und jetzt kannst du alles verballern. Wenn du wieder hier reinschauen willst. Nö, will ich nicht. Habe ich schon die Möglichkeit zu verkaufen? Hier irgendwo? Will hier irgendjemand was kaufen? Willst du kaufen? Nee. Ein Majula gegen die Wand. Mir fehlen noch zwei Level. Ich will verkaufen. Gibt es hier einen, der kaufen will? Was ist eigentlich mit dem hier? Willst du kaufen? Mann, kauf doch mal jemand. Eventuell der Rüstungshändler. Wer ist denn der Rüstungshändler? Zu dem Typ muss ich auch noch mal, glaube ich. Der Zwerg? Keine Ahnung, wo der Zwerg ist. Also in dem,
Bei dem Schiff da ist er nicht mehr gewesen. Da bin ich ja nochmal hin. Keine Ahnung, wo steht der denn hier? Da steht einer. Wer bist du? Du bist nicht der Zwerg. Wer bist du? Ach, das ist die... Ah, ja. Ich erinnere mich. Die Krähe. Die will schon wieder Ausrüstung haben. Den triffenden Gebiet vor dem Geisterschiff. Jetzt ist der Pharos Türen. Bei Pharos Türen. Okay, aber nur... Sollen wir da mal... keine Ahnung. Da unten die rote Leiste muss kaputt gehen. Da tut sich ja gar nichts. Da tut sich gar nichts. Hallo, Nobu. Dauert etwas, da hat sich ja noch gar nichts getan. Dragon Ball Musik an, das motiviert. Hier steht doch irgend... Da steht doch auch irgendwo die Haltbarkeit, ne? 490 von 500? Das, nee. Wir müssen zu Snuggly. Das dauert ja viel zu lange. Wir gehen zu Snuggly. Wie komme ich da hin? Hier, ne? Welche Uhrzeit? 16 Uhr. Okay. Wenn ich dran denke, bei dem Schneiden des YouTube-Videos werde ich die Zeit... Wo geht's hier lang? Werde ich die Zeit für euch verschnellern, dass ihr halt nicht 1000 Jahre zugucken müsst. Oh, Santiers Speer in Gefahr. Lass uns ihn schnell reparieren. Ich droppe hier gleich meine seidigen Steine. Okay, super. Oh, letztes Mal. Passt auf jetzt. Aha! Er ist kaputt! Bam, 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 bam. Oh ja. Okay, jetzt soll ich hier meine Steine hinlegen. Das mache ich natürlich, wenn Skuppel das sagt. Mache ich das? Alle einzeln oder auf einmal? Ich kann... Oh! Jetzt hast du eine unzerstörbare Waffe. Hm. Musst du einzeln ablegen. Ja, so schön weich. Ja. Menschenbild. Ja. Seele eines Ritters, perfekt.
Seele. Seele, perfekt, jetzt habe ich einen Lauf. Das ist gut. Noch eine Seele. Was kann ich noch ablegen? Hier Seelengefäß. Nee. Hast alle. Sonst kann ich nichts mehr ablegen. Okay. Das höchste ist noch ein Level. Ja, 13k, wo hole ich mir die? Am besten da, wo ich Ohrenstein gemacht habe, oder? Da kenne ich mich aus, da weiß ich, welche Gegner da sind. Aber mit der Waffe, wie viel Schaden mache ich denn jetzt damit? Minus. Minus 62. Kann ich den nicht vielleicht erstmal leveln oder so? Ich weiß es auch nicht. Meine Feuerwaffe ist ja am Arsch. Glitzerndes Titanit. Gut. Toll. Brauche ich wieder Seelen. Schade, dass man hier nicht verkaufen kann. Das nervt mich. Kannst du nicht umskillen? Keine Ahnung, wie das geht. Ich kann auch einfach 13.000 Seelen eben farmen. Das ist gar kein Problem für mich. Wenn ich wüsste, wo ich lang muss. Ah, hier. Boah, ich bin ganz schön schwer unterwegs, ey. Ich bin schwer unterwegs, sag ich euch. Das gefällt mir nicht. Aber schon besser. Das ist gar nicht gut. Boah, die machen ja gar keinen Schaden mehr. Komm ran. Ah, als ob der noch so wenig hat. Mach lieber Asketenleuchtfeuer und klatsch nochmal einen Boss. Du hast ein Seelengefäß. Was heißt Seelengefäß? Was bringt mir ein Seelengefäß? Was heißt eigentlich da oben das Kaputte? Habe ich irgendwas Kaputtes an? Das ist ein komisches Zeichen. Thank you.
Der macht schon mehr Schaden. Damit kannst du bei den alten Frauen umskillen. Ach, guck mal, ich kann den Großbogen benutzen. Habe ich nicht. Okay, ja. Voll in den Kopf! Voll in den Kopf! Tschö! Na, ah. Voll in den Kopf. Juckt den gar nicht. Voll in die Klöten. Ey, schieß doch! Ey, wie wechsel ich die Pfeile? Hab auch einen Speer, mein Friend. Easy. Bester Bogen? Ja, der Bogen gefällt mir. Aber wo kriege ich denn gute, günstige Pfeile her? Und kann es sein, dass mein Schlangenring nicht angezeigt wird, oben links in der Leiste? Wieso wird da kein Schlangenring angezeigt? Das verwirrt mich. Seht ihr oben links? Da fehlt der Schlangenring. Komisch, ne? Was passiert eigentlich, wenn ich ein Menschenbild verbrenne? Passiert dann irgendwas Cooles? Oder ist es eher nicht so cool? Nicht toll. PvP-Gedöns, okay. Das probe ich nicht. Oh, guter. Guter Angriff.
Oh, fast ein One Cycle. Waffe ist stark und ich kann ihn nicht mehr benutzen. Fällt mir. Richtig schön in den Kopf wieder. Bam! Der sich extra Zeit lässt, bis er schießt, ne? Frech. Guck mal, aber schon fast 9000. Es geht doch schnell. Es geht doch super schnell. Tschö. So, du wieder schön in den Kopf. Bam. Ins Knie. Ah. Alter, macht der Schaden. Zehntausend. Viel fehlt nicht mehr. Noch einmal vielleicht. Und dann brauche ich eigentlich noch ein paar Seelen, damit ich die Waffe auch nochmal leveln kann. Worum geht's? Das Dark Souls 2 und hier geht's darum, irgendwie nach Dranglike zu kommen oder so. Keine Ahnung. So richtig habe ich die Story auch nicht verstanden. Und hier das Gebiet habe ich ja schon mal geklärt. Hier war Ornstein am Ende. Ich sperre eigentlich nochmal durchdringen, Nobu. Durchdringen? Wie durchdringen? Wird nichts durchdrungen. Sehen wir dich in Eldenring? Hier bleibt alles so, wie es ist. Oh. Internet weg?
Bin ich wieder da? Seht ihr mich? Jetzt müsste es wieder gehen. Jetzt müsste es wieder gehen. Geht's wieder? Hallo. Geht's wieder, ja? Die Aufnahme läuft noch, ja. Du hast auch nichts verpasst. Ich bin stehen geblieben. Ihr hört mich und seht mich wieder, ja? Okay, wunderbar. Ja, in der Folge müssen wir einige schneiden. Ein paar technische Probleme. Hatte das Internet mal kurz einen Schluck auf. Das sollte doch jetzt genug sein, oder? 14k? 14.000 sollte genug sein. Die Grimm-Axt zu benutzen, habe ich eben benutzt im Bossfight aus Versehen. Eine Woche gearbeitet, direkt wieder krank. Jetzt geht's ab. Ja, Mann. Wie viel Schaden mache ich? 62. Ja, ist doch gut. Jetzt kann's weitergehen. Und wir beenden die Folge. Ich hoffe, ich habe alles rausgeschnitten, Leute. Lasst ein Like auf dem Video da, abonniert den Kanal, bis zum nächsten Mal, haut rein.